Thema ist Cosinus 30 Grad grafisch bestimmen. Dazu wird ein Einheitskreis gezeichnet, x, 1, 1, y. Und der soll jetzt hier ziemlich groß sein, nämlich hier sind 5 cm im Heft und die entsprechen dann 1 in Wirklichkeit. Und ich muss die, das habe ich hier schon gemacht, mit dem Geodreieck die 30 Grad hier einzeichnen. Als nächstes kommt dann dieses Lot, das ich da fälle. Und dann kann ich hier das hier weglöschen. Moment, das da, das brauche ich nicht mehr. Der Cosinus liegt immer quer. Ja, das heißt, das ist diese Länge. Gut, auch wieder mit dem Geodreieck messen und dann komme ich hier auf ungefähr 4,3 cm. Aber ich habe ja die Entsprechung 5 cm entsprechen, so entsprechen 1. Jetzt der Dreisatz. 1 cm entspricht dann 1 durch 5 und 4,3 cm entsprechen dann 1 Fünftel mal 4,3. So, und da komme ich jetzt hier auf ungefähr, was haben wir denn, 0,82 oder sowas ist es. Nochmal rechnen, ja genau, 0,87. Ja. Ist gleich 0,87, das heißt, der hier ist 0,87, grob, ist das Ergebnis. Ich kann mir das auch so vorstellen, also meistens bereitet Dreisatz das größte Problem, wenn das hier 5 cm sind und ich will aber nur die Einheit 1, muss ich eben das, was ich hier habe, durch 5 teilen und das tue ich an der Stelle. Oder ich mache den ganzen sauberen Dreisatz. Ja, das ist wie es bei einer Landkarte. Das auf der Karte entspricht so viel in Wirklichkeit und so. Und das ist rein, man kann im Taschenrechner nachschauen, ob es stimmt. Cosinus 30 in Taschenrechner eintippen, das ist Degree, ja, auf Deck schalten und dann hat man das.